Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Spider-Man. So, wir werden jetzt aber erstmal, wenn mir ist gerade gesagt worden, ich solle den Anzug reparieren, also werde ich jetzt mal ins Labor zurückkehren und schauen wir mal, ob ich vielleicht ein bisschen mehr machen kann, wie nur reparieren. Das werden wir uns aber jetzt anschauen. Wollen wir da jetzt schnell hinkommen? Das Bildbankgerät an, oder? Schlechte Abdeckung hier. So. Ich muss mehr Türme aktivieren. Ja, das machen wir dann nebenbei. Das machen wir erst bei den Anzug. Vielleicht können wir da schon irgendwas machen. Und wir spielen die ganze Zeit gegen die Mauern hier. Alle Einheiten, Einbruch gemeldet. Der Ort ist Hudsontown. So, und sind wir da. Schau doch mal, ob wir irgendwas machen können mit dem Anzug. Ja, Haare richten. Nicht, dass jemand merkt, dass du Spider-Man bist. Anscheinend ist Doc schon weg. Okay. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Okay, schauen wir mal. Jo, der sieht schon ziemlich fertig aus. Komplett zerfetzt. Parker! Dr. Octavius, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja... Keine Sorge, ich sag's nicht weiter. Gut, dann machen Sie mal. Gut. Der Doktor will wirklich nur die Ausrüstung reparieren, sehr schön. Prüf deine E-Mails, Otto. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen. Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe.
Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Okay. Weiße Spinne, hm? Jetzt kannst du deine Marken einsetzen, um den verbesserten Anzug herzustellen. Okay. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten der Stadt, um Marken zu verdienen. Okay. Nichts gesagt, um den verbesserten Anzug herzustellen. Die Hybrid-Biomembran generiert schnell kurze Zeit Fokus. Okay. Anzugskraft. Die Herstellung eines neuen Anzugs rüstet automatisch die neue Anzugskraft aus. Was macht die? Freizuschalten. Benutze Marken, um Anzugmodus herzustellen. Zum Beispiel die Vielseitigkeit, Verbesserung, Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmodus gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu stapeln, okay? Das müsste gehen. Schauen wir doch mal, was wir alles machen können. Bin spät dran! Ich komme! Siehst gut aus, Buddy! Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich! Das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Schau doch mal. Hier gibt es auf jeden Fall einen Turm, den können wir gleich mal freischalten. Klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Ich fliege fast blind. Ich muss wohl Türme aktivieren. Okay, dann haben wir den auch. Und hier wieder ein paar Rucksäcke. Hier ist gleich einer, die holen wir uns natürlich gleich.
Oh, was ist hier los? What the fuck? Na, oder? Bürstenköpfe nennen sie sich, warum auch immer. Erinnern sich an meine Warnung bezüglich dieses Verbrechensüberwachungssystems, auf das Orwell stolz wäre. Scheiße, irgendwie reingepackt. Warum, fragen sie? Weil jemand zu Sinnen gekommen ist und bemerkt hat, dass es gegen die Bürgerrechte verstößt? Falsch! Weil das Netzwerk dieser inkompetenten Bürohengste öfter abstürzt als eine betrunkene Bürger. Alter, da können wir nicht mehr raus. Also wurde unser Steuergeld verschwendet für so gut wie nichts. Und sowas nennt man dann in der echten okay. Welt wohl ein letzten Kontrollpunkt laden. Hilft nicht, Leute. Bin da anscheinend irgendwie in das Haus reingepackt. Ganz, ganz selten, dass sowas bei auf der PS4 oder so passiert. Bin eigentlich noch gar nicht gewesen. Das ist Baufirma. Ich muss die Baustellen für Juri überprüfen. Spinnenkrise! Ich muss durch! Rucksackmarken, sehr schön. So, dann machen wir gleich den diese hier, wenn wir schon dabei sind. Ich beende das, sonst landen die im Lehrvideo für Fahrschulen. Bitte, die Hupe spielt Dixie, ja? Das ist wirklich dreist. Na, wie kann ich hier was machen? Endstation! So eine Verfolgungsjagd hätte einen ganz schönen Auftrag. Okay, sehr schön. Alles klar, Leute, Spidey ist da. Okay. Hier hinten haben wir ja aktuell jetzt nichts. Hier wären noch zwei Türme. Ja, lass mal hier weitermachen. Hauptmission. Schauen wir mal, was uns dort erwartet. Juri, ich bin an einer Baustelle von Fisk. Und hier laufen viele Typen rum, die nicht wirklich was bauen. Was machen sie? Das finde ich heraus. Ich habe eine Nachricht von Doc. Anscheinend hat er eine Idee für ein Spidey-Gadget angehängt. Der findet doch ständig was. Was mit dem Plan für Auto? Kannst du jetzt das Aufprallnetz herstellen? Hätte ich dir noch jetzt herzustellen. Ist um fortzufahren. Schalte neue Teile mit Marken frei oder mit Teilen, die du in Missionen findest. Okay. Verdiene Marken im Menü, wenn du abschließt. Das haben wir vorher schon gelesen. Netzschießer. Acht von drei, okay.
Ah, okay. Oh, jetzt hat sich mein Controller schon wieder aufgehangen. Warte kurz, Leute. Okay. Ich weiß nicht, warum das immer wieder passiert. Okay. Wow, das könnte funktionieren. Mal sehen. Hat der Ellens gedrückt, um die Geräte auf. Ah. Hab die Brille vergessen. Aufprallnetz. Unglaublich! Doc wäre stolz. Der füllt sich das wieder alleine auf? Ich glaube, dass Spider-Man ist noch nicht aller Tage Abend. Ich weiß, aber ich erinnere mich, dass er als kleine Nummer regelmäßig vom Boss eins auf die Mütze. Ich hab Spider-Man im Visier. Das darf nicht wahr sein! Das wird wehtun! Na, was sagst du jetzt? Welle 2 ich dreh durch. Oh, noch mehr von denen. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Du hast einen großen Fehler gemacht. Boah. Versenkt ihn im Fluss. Alter, das wäre gar nicht so, so einfach, wenn so viele Gegner kommen. Guck mal, dass ich alles von vorne machen muss. Welle 2, okay. Spider-Man, zeig ihm, mit wem er es zu tun hat. Noch mehr von denen. Seht ihr das, Spider-Man? Spider-Man, wir haben 4 illegale Waffenhändler im Radius von 3 Blocks um die Baustelle verhaftet. Waffenschieberei. Mal sehen, wie ich zur Reduzierung der Vorräte beitragen kann. Mist! Holt ihn auf den Boden! Okay, müssen immer noch welche sein. Verfluchte Netze! Boah, das ist gar nichts. Welle 4, ich krieg einen Vogel. Verflixt, die haben ihre Kumpel gerufen.
kalt, wenn du runterkommst. Keiner hat den Kingpin ungestraft Ärger. Er darf nicht gewinnen. Oh, hey, mehr Typen. Willkommen zur Party. Hausregel? Bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Leute, stopp! Komm runter und kämpf wie ein Mann! Bin schon da. Okay. Können wir das mal der fünften Welle jetzt weitermachen? Oh, aber der vierten nicht. Dreht euch. Mehr Typen, willkommen zur Party. Hausregel, bitte Schuhe ausziehen. Es sei denn, ihr tragt keine Socken. Dann gilt, kauft euch gefälligst welche. Nein, nicht mich. Nein? Macht ihr denn nicht? Reicht denn nicht mehr? Die Energie auffüllen. Boah. Abgeschlossen. Gar nicht so einfach. Alles abgeriegelt, Captain. Besser gesagt, abgenetzt. Es wurden auch Schüsse gemeldet, daher müssen gleich Officer eingreifen. Gute Arbeit.
Okay, die Finisher fehlen uns. Fisk hat weitere Baustellen in der Stadt. Ich wette, das sind auch Verstecke. Halt die Augen auf und melde alles Verdächtige. Okay. Jetzt sieht er noch einen, oder was? Wenn ich alle von Fisks Baustellen finden will, sollte ich meine Mapping-Software genauer einstellen. Mapping-Software? Eine Tiefennachbearbeitung von Fotos berühmter Wahrzeichen sollte ausreichen. Ich weiß schon, womit ich anfange. Okay, das ist abgeschlossen. Dann würde ich sagen, holen wir uns noch den Turm hier. Gar nicht so einfach gewesen. Fantastisch, Doc. Wir sind wieder im Rennen. Vorläufig. Sofern unser kleiner Vorfall dem Bürgermeister entgangen ist, kommen Sie morgen zur Anprobe? Definitiv. Es wird super laufen. Wir werden die Welt verändern, Doc. Mir reicht schon nicht, noch mehr Feuer zu entfachen. Dann bis morgen, Peter. Auf einen erfolgreichen Tag. Okay. So, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut und schauen natürlich in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Und vielleicht können wir dann in der nächsten Folge schon den Anzug noch ein bisschen upgraden. Schauen wir einfach mal. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, lasst mir noch ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Würde mich alles sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Euer Andi.